Küchentrends 2021. Auch beim Thema Küche ergeben sich viele neue Dinge, die den Lebensraum Küche weiter aufwerten. Und da habe ich einfach Marc mal gebeten, zeig uns mal kurz und knackig, was 2021 da alles für tolle neue Themen auftreten. Bevor wir richtig durchstarten, Hinweis, Marc gibt jetzt mal kurz und knackig einen Überblick, aber zu den meisten der Themen, die denn da neu und spannend sind, werden wir separate Filme machen. Die findet man dann in der Beschreibung oder in den Infocards. Marc, jetzt start durch. Ich glaube, Design, Materialien und Technik. Ja, zu Küchentrends 2021 ist zu sagen, im Punkt der Design kommen wir aus einer Zeit aus den letzten 10 Jahren mit fast 90% der Küchen in Weiß. Unterschiedliche Weißtöne zwar, aber sehr, sehr helle, sehr, sehr moderne, schlichten Fronten. Jetzt kann man sagen, und das wird man auch in Ausstellungen sehen, durch die man so langsam geht und wo sich das langsam durchsetzt, jetzt kann man sagen, es wird dunkler, sowohl im Holz als im Glas, als auch in Lackfarben. Es wird deutlich dunklere Farben, die sich durchsetzen. Und es geht ganz klar vom Thema Hochglanz zum Thema Matt. Auch wiederum über alle Materialitäten hinweg wird es deutlich matter. Erklären kann man sich das vielleicht dadurch, dass ja die Grundrisse heute anders aussehen als noch vor Jahren. Aber es hat sich jetzt durchgesetzt, dass Küche, Speise und Wohnraum jetzt zu einem Raum verschmolzen sind, durchgängig eingerichtet wird. Und dadurch lässt sich das auch erklären, dass es insgesamt vielleicht in der Farbwelt ein bisschen wohnlicher und ein bisschen dezenter durch die matten Lacke oder die matten Oberflächen wird. Ja, zum Thema Design kann man auch noch sagen, dass wir von relativ schlichten Fronten kommend aus den letzten Jahren eigentlich jetzt auch das Thema moderner Landhaus wieder öfter finden und dieser moderne Landhaus sich ja dadurch darstellt, diese Kassetten- und Rahmenfronten, die jetzt lange verschwunden waren, die kommen wieder deutlich, auch in allen Farbtönen deutlich stärker und moderner Landhaus würde ich sagen, ist auch einer der Küchentrends definitiv, die sich im Bereich des Themas Design abspielen. Also viel Neues im Designbereich. Jetzt haben wir aber auch Materialien, die darauf ja auch Einfluss nehmen. Ja, richtig. Und auch wiederum geschuldet wahrscheinlich den Grundrissen und des Zusammenwachsens der Wohnräume kann man deutlich verspüren. Und das merken wir ja, da wir im Massivholzbereich auch relativ stark unterwegs sind über alle Warengruppen. Auch in der Küche setzt sich das Thema Massivholz, geölte Oberfläche, warme Farbtöne über alle Holzarten hinweg deutlich stärker durch als noch vor Jahren. Das heißt, wir werden sehr, sehr viel mehr Vollholz und Massivholz auch in der Küche in den nächsten Jahren finden. Zusätzlich gibt es zum Thema Material noch, dass aus dem Laborbereich kommend das Thema Keramik Einzug in die Haushalte gefunden hat und wir tolle Planungsmöglichkeiten heute mit dem Material Keramik sowohl in der Arbeitsplatte als auch in der Küchenfront bekommen. Wenn man so will, Materialien 2021 wäre Vollholz, Massivholz in der Front und in der Küche selbst und Keramik als Applikation oder in verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten. Wo man schon sagen muss, aber Vollholzküchen sind natürlich toll, begleiten einen vielleicht ein Leben lang, aber natürlich auch preisintensiv. Natürlich. Jetzt haben wir natürlich noch den dritten Block, der viel Neues bietet überraschenderweise, nämlich die Technik. Genau, die Technik bestimmt natürlich auch ganz nach oder entscheidend Trends mit, sowohl wie dann geplant wird, als auch was zieht ein in die Küchen. Und da kann man für die Küchen ganz eindeutig sagen, das Thema Flächenabzug, also auf den Dunstabzug in der Höhe verzichten, die Phrasen bzw. die Arbeitsweise am Kochfeld ist jetzt, dass nach unten abgezogen wird, ermöglicht natürlich tolle Planungsmöglichkeiten und Freiheit über der Insel oder an der Kochstelle. Das zweite ist das Thema Dampfgarn, das ist eindeutig auszumachen, hat was man wahrscheinlich mit dem Thema des Kochens an und für sich zu tun, dass wieder mehr zu Hause gekocht wird. Dampfgarn ein absolutes Thema, das sich schon über Jahre weg durchsetzt und zum absolut stetigen Trend geworden ist. Und als drittes, das ist was, letzten 2 Jahre begonnen, das wird sich durchsetzen, ist die Armatur, die mehr kann als nur warm-kalt. Ich kann sagen, die Armatur, die alles kann, Sprudelwasser, stilles Wasser, kühlen, heißes Wasser, kochendes Wasser, im Prinzip eine Armatur als Allrounder in der Küche, ist ein Trend. Im Moment noch sportlich, um das umzusetzen, oftmals passt es nicht ins Küchenbudget, aber wer die Vorteile mal zu spüren bekommen hat, glaube ich, der wird sich an das Thema gewöhnen oder wird es nicht mehr missen wollen. Insofern ist das einer der Trends auf die nächsten 2, 3 Jahre gesehen mit Sicherheit. Also Marc, hättest du mir vor 3 Jahren gesagt, du, die Armaturen wären nochmal ein großes Thema. Dann hätte ich auch gedacht,
anmachen, ausmachen, warm, kalt, ja, und das war's. Nein, aber ich glaube, wenn ich da morgens meine Teetasse drunter, genau, halte und da kommt heißes Wasser raus, dann würde ich auch sagen, oh. Ja, absoluter Mehrwert. Absolut. Ein absoluter Mehrwert. Weiß, absolut. Du, wunderbar, das war jetzt ein schöner Überblick. Das Thema Küchen bleibt weiter spannend und alle, die sich dafür begeistern werden, werden immer wieder sagen, boah, cool, was es da wieder Neues gibt. Wie gesagt, wir haben viele Filme zum Thema Küchen gemacht, freuen uns natürlich auch immer hier in unseren Häusern in Straubenhardt oder Buch und Eberstadt bei Kramlis und Wohnidee den einen oder anderen Interessierten begrüßen zu dürfen. Freuen uns über jedes Like, natürlich auch über jedes Abo. Wenn noch Fragen sind, ab in die Kommentare. Und dann sage ich, spätestens zu dem Thema Küchentrends 22 sehen wir uns dann wieder hier in dieser Küche. Jawohl. Dankeschön. Gerne.